Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind mitten im Berliner Hauptbahnhof drin. Ja, düt, genau. Denn jetzt gibt es hier einen neuen Zug. Kollege Alex wird jetzt hier noch, ja, unsere Anlage beehren. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Das müsste eigentlich dieses Depot hier sein. Wir kaufen ihn und den gibt es ja eigentlich auch als Set. Jetzt muss ich mal gucken, wo. Oder gibt es einfach die Wagen? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich mal sehen. Ja, jetzt heißt es halt wieder ein bisschen scrollen. Irgendwo war der Kollege. Ich habe ihn doch gesehen. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Ich wüsste nicht warum. Ich möchte niemanden erschrecken. Oje, oje. Okay, das braucht hier ein Momentchen. Stadler Kiss? Nein. Kollege Alex wäre gewünscht. Da. Nee, das ist der Railchat. Das sieht aber irgendwie ähnlich aus mit seinen Farben. Jetzt sind wir schon bei den Hybriden. Gibt es den tatsächlich nicht als Set? Kann natürlich auch sein. Ich werde gleich gucken. Ich scroll noch mal kurz durch. Entschuldigung. Nee, das ist alles Scottish Railjet etc. Nee, auch nicht. Triebzug. Ja, vielleicht ist er irgendwo drin, aber ihr seht, dann habe ich den erfolgreich überscrollt. Da ist kein Alex. Gut, machen wir das anders. Jetzt ist halt die Frage, wo ist die Lok? Grenzen wir mal die Suche noch ein bisschen ein mit elektrisch. Eigentlich müsste der ja wirklich relativ gut zu entdecken sein. Aber eben, man scrollt dann eben doch ein bisschen in der Gegend rum. Nein. Also wir haben ihn am Start, das weiß ich. Ich habe ihn schon mal gesehen und deswegen ein paar Mal noch gedacht, du fehlst uns noch. Rail Adventure fehlt uns auch noch. Da ist er doch, Kollege Alex. Okay, kaufen wir. Machen wir keine Doppeltraktion, nichts, sondern machen das ganz normal. Und jetzt müssten hier irgendwo die Wagen sein vom Alex. Sind die als Alex angeschrieben? Weil die Lok war jetzt auch nicht als Alex angeschrieben. Arriva. Das hier Arriva-Wagen? Nein. Wir gucken mal weiter. Weiß gar nicht. Es wäre halt einfacher, wenn die natürlich als Alex beschriftet wären. Aber, wo bin ich denn hier? Moment, wir brauchen... Ja, Passagier. Ach, das ist Passagier. Das sind aber dann doch die älteren Kollegen. Haben wir hier irgendwo so separate Alex-Wägelchen? Na, nein. Nein, Einheitswagen. Das sind sie auch nicht. Das sind sie definitiv auch nicht. Auch nicht. Da kommen schon wieder Triebwagen daher. Da haben wir den IC2 gehabt. Der wird natürlich auch noch sehr gut hier raufpassen. Ganz klar, da wird er noch öfters ein Zug hier raufpassen. Metronom ist schon unterwegs. Da haben wir sie doch. Doppelstockwagen Alex. Erste, zweite Klasse. Gerne Doppelstockwagen. Wobei, können wir das kombinieren? Eigentlich nicht. Wir könnten zwei Züge machen. Zwei verschiedene. Das Problem ist halt, das wird dann wieder ausgebremst durch den Fahrzeugersatz. Das gefällt mir irgendwie von der Idee her auch nicht. Weil ich glaube nicht, dass man die Doppelstockwagen... kombiniert mit denen hier. Das fände ich irgendwie seltsam. Wir machen mal einen mit Doppelstockwagen. So, eine ordentliche Anzahl. Der Bahnhof hat eine gewisse Länge da hinten. Aber viel länger als 150 Meter ist er wahrscheinlich dann doch nicht. Gut, dann brauche ich noch mal kurz Kollege Lokomotive. Moment. Ja, die sind noch da. Dann kaufen wir erst die Wagen und werden das dann umdisponieren. Das wäre mal einmal erste, zweite Klasse. Dann hätte ich gerne 1, 2, 3, 4 von denen und einen von denen. Okay. Und jetzt werden wir hier die schnell runterziehen. Moment, das waren die hier. Runter. Doppelstock. Bleibt du runter, runter. Ich hoffe, die Reihenfolge stimmt auch noch. Müsste eigentlich. So, dann haben wir 159 Meter. Da kappen wir nochmal einen Wagen, weil wir brauchen die Lokomotive noch. Und ich möchte nicht, dass wir da hinten ein Problem bekommen, weil der Zug da nicht reinkommt. So, blöd. Jetzt muss man hier halt nochmal schnell scrollen. Dass das hier eben nicht da stehen bleibt, wo man gerade war. Da ist er doch. Kaufen. Sehr schön, haben wir. Dann haben wir die zwei Stück und die werden wir jetzt je einmal klonen. Dann haben wir vier Züge. Das müsste eigentlich klappen. Gut, Linie zuweisen. Das wäre dann hier. Die hier. Regio Berlin. Hauptbahnhof Burkhardsdorf. Das scheint soweit zu funktionieren oder auch nicht. Ach, was haben wir denn hier für ein Problemchen? Ach, da fehlt der Strom. Okay, das habe ich ja noch gesagt. Moment, wir machen schnell Pausenmodus. Genau, hier hinten die Gleise. Da fehlt der Strom. Das haben wir noch gesagt. Dann habe ich es vergessen, vor lauter schöne Brücken bauen.
irgendwo haben wir hier einen Teil, der tatsächlich, glaube ich, ohne Strom agiert. Jawohl, da unten. Zack, jetzt haben wir hier Strom. Oder jetzt haben wir hier Strom. Keine Warnungen. Jetzt müsste das Ganze funktionieren. Wir düsen wieder zurück. So, und wollen natürlich sehen, wie die hier rauskommen. Ja, mal die Dinger wegmachen. Dann haben wir auch wieder Performance. Und ja, jetzt haben wir keine Fehlermeldungen mehr und ich höre ihn schon hupen. Da kommt der erste daher. Da haben wir aber wieder eine Meldung. Ach, guck an, die Lebensmittelfabrik, die gibt es auch noch. Jetzt kommt die wieder. Die war jetzt ganz lange ruhig. Die ganze Zeit, als wir da am Bahnhof umgebaut haben, war nichts. Ja, werden wir auch noch mal gucken. Da haben wir die Flugzeuge ersetzt. Aber egal. Jetzt kommt erstmal der Alex auf die Piste. Hier schön mit den Doppelstockwagen. Davon zwei Züge. Und dann eben auch noch zwei. Entsprechend mit den normalen Wagen. Ich würde sagen, wir lassen die mal fahren. Und dann fahren wir so mit dem dritten mit. Dann sehen wir den auch noch, wenn er gedreht hat. Schon ein sehr schöner Zug. Gefällt mir gut. Jetzt fehlt aber, Kollege... Oh, guck, der IC kommt auch gerade angeschossen. Jetzt fehlt aber der Rail Adventure natürlich auch noch. Wir können ja mal gucken, ob wir den auch in Berlin hier hinstellen wollen. Das Problem ist, wir sind dann relativ lange in Berlin. Wir haben natürlich noch andere Städte. Oh, guck mal, das sieht aber auch relativ nett aus. Mit dem IC da über die Brücke rüber und hier Kollege Alex. Wir sind dann relativ lange in Berlin. Wir haben noch andere Städtchen natürlich. Aber ja, man sieht ja, dieser Bahnhof, der ist halt beileibe noch nicht fertig. Da müssten wir definitiv noch ein bisschen was tun. Ja, wir gucken. Vielleicht abwechseln. Sprich, dass wir nachher mal kurz woanders hingehen und dann aber relativ schnell wieder nach Berlin zurückkommen, dass wir das hier ein bisschen weiterbauen können. So, da kommt schon der Kollege ohne Doppelstockwagen. Den lassen wir aber auch noch düsen. Das Problem ist ein bisschen, jetzt muss der andere erst aus dem Gleis rauskommen, weil, ja, hier sieht man, haben wir eine Weiche. Das heißt, der fährt eingleisig in den Bahnhof rein. Das macht er gekonnt. So, bis hierhin können wir. Weiter können wir nicht. Und dann kann aber der andere da hinten ja auch noch raus und dann können wir dort einsteigen. So, allzu schnell ist er nicht. Haben wir hier vorne ein Signal hingestellt? Jawohl. Da, sehr gut. Dann können wir mit unserem Zug dann bis dorthin mitdüsen. Schön auch mit Licht, dass kein Licht ist. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es gibt leider bei Transportfieber in dem Sinn kein Licht. Aber es ist halt cool gemacht hier mit diesen Punkten. Weil, ja, es sieht halt aus wie Licht. Warum kann man das irgendwie in Gebäuden drin nicht machen? Das müsste doch eigentlich auch gehen. Schon wieder IC, wow. Ah, der Sound ist halt schon klasse. Dass man in den Gebäuden drin Licht macht mit diesen weißen Punkten. Dann hätte man eben doch Licht in den Gebäuden. Weil das ist eigentlich das Problem, warum es noch keinen Nachtmodus gibt. Also nehme ich mal an, weil man dann die ganzen Gebäude, die müsste man natürlich entsprechend updaten, dass die ein Licht haben drin. Und das ist eine Riesenarbeit, wenn man das nicht von Anfang an gemacht hat. Und das haben sie nicht, weil der Nachtmodus nicht integriert oder nicht gedacht war. Hallo TGW. So, wir warten ein Momentchen. Aha, wir können fahren, wir steigen mal ein. Aber es gibt ja demnächst ein neues Spiel von Urban Games. Also was heißt demnächst? Da vorne fährt der erste Alex los. Ich denke mal, das wird irgendwie 2020 oder so dann wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken. Das wird ein Momentchen dauern. Demnächst kommt die Ankündigung im neuen Jahr. Ich habe hier, während ich das aufnehme, noch 2018. Also ich kann nicht mehr sagen, als ich gerade sage, weil ich weiß nicht, was es für ein Spiel gibt. Ich habe nicht mal einen Verdacht, aber ich bin mir fast sicher, dass es gut wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, egal was es gibt, es wird wahrscheinlich einen Tag-Nacht-Zyklus haben. Vielleicht sogar Wetter, dass Regen kommt. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist. Ich bin nicht Programmierer. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie aufwendig solche Sachen sind. Aber ja, wir lassen uns am besten einfach mal überraschen. Ich bin extrem gespannt, was das für ein neues Projekt ist, das Urban Games macht. Da bin ich aber sicherlich nicht der Einzige. Das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Oh, wir können ja die Kameraperspektiven switchen. Stimmt. Oh, hallo. Cool, Stromabnehmer. Und, aha, das war von oben. Da sieht man nichts. Hier, Arriva. Sehr schön. Das ist halt schon eine absolut coole Position. Wir bleiben mal so sitzen und fahren mal in den Bahnhof rein. Sobald der andere Alex rausgekommen ist. Eben, ich bin stehen geblieben. Ja, ich bin extrem, extrem gespannt, was das für ein neues Projekt wird. Ich hege da sehr, sehr viele Hoffnungen drin. Urban Games hat bis jetzt zwei Spiele gemacht und beide gehören zu meinen Lieblingsspielen. Train Fever zuerst, ein absolut phänomenales Spiel. Man bedenkt, dass das das Erstlingswerk war, unglaublich.
Und dann eben natürlich hier die Fortsetzung mit Transportfieber, was schlicht und einfach auch ein unglaubliches Spiel ist. Das hat natürlich auch viel mit den Mods zu tun, die es gibt dafür. Da ist Urban Games nicht alleine dafür verantwortlich, dass das so ein gutes Spiel ist. Dafür, ja, da sind auch die Modder sozusagen dran schuld. Deswegen gerne nochmal ein Danke an alle Modder. Einfach großartig. Und ja, eben, was gibt es dann als nächstes? Transportfieber 2? Wer weiß, ich weiß nicht. Ich traue Urban Games sogar zu, dass sie was ganz Neues machen, das aber mit Sicherheit trotzdem irgendwie, keine Ahnung, mit Transportwesen oder so zu tun hat. Und ich bin einfach wirklich fast hundertprozentig sicher, dass das wieder ein absolut geniales Spiel wird. Wir müssen einfach Geduld haben. So, Alex, kommst du? Ist das ein Diesel? Ist das eine andere Lokomotive als die, die wir hier haben? Weil ich habe doch gerade Stromabnehmer gesehen. Hat der keine Stromabnehmer? Nee, das ist tatsächlich ein Diesel, Alex. Ja, sag mal. Und wir sitzen im Stromer drin. Dann habe ich tatsächlich offensichtlich unterschiedliche Lokomotiven genommen. Der linke hätte natürlich auch kein Problem gehabt mit dem einen Stück, was da keinen Strom hatte in Burkhardsdorf. Aber in dem wir jetzt gerade drin sitzen, der wäre da stehen geblieben. Wow, ist das nicht irgendwie fast schon eine epische Ansicht, wenn man hier so reinfährt mit der Perspektive? Wow. Ich sage relativ selten episch. Das ist ein Modewort, ich mag es eigentlich gar nicht. Aber es gibt so Momente, ja, da liegt es mir dann eben doch auf der Zunge. So, wir schalten mal nochmal durch. Das ist halt auch eine sehr, sehr coole Ansicht. Gefällt mir extrem gut. Vor allem, weil man da noch den anderen Zug sieht, der da rausfährt. Wenn jetzt nicht genau der Pfosten hier vor unserer Nase stehen würde, dann hätte man es noch ein bisschen besser gesehen. Ja, einfach nur cool. Und das ist der Passagiersitz. Da können wir auch mal kurz bleiben. Auch sehr nett von der Idee her. Man sieht nicht allzu viel, aber ich würde sagen... hier, Moment. Wenn wir schlängeln, dann schlängeln wir von hier hinten. Weil das sieht natürlich mit Sicherheit klasse aus. Wir werden dann den Rest, würde ich sagen, mal wieder in der normalen Perspektive befahren. Einfach weil die Perspektive eben natürlich auch sehr, sehr nett ist. Und ich möchte eigentlich dann auch noch mal kurz... ja, den Zug in Ruhe sehen. Hier haben wir wieder den mit dem Doppelstockwagen. So, und jetzt bitte schlängeln, damit wir das sehen, wie das aussieht. Jawohl. Das ist noch kein Schlängeln, das ist ein Kurvenfahren. Ist aber auch sehr schön. Da wieder der Tische wieder durchbraust. Und jetzt müssten eigentlich alle Alex auf der Piste sein. Hier geht es in unser Gleis rein, beziehungsweise wir sind natürlich schon drin, weil wir teilen uns das Gleis ja nicht mit dem IC. Wir haben ein eigenes Gleis. Wir sind zu langsam für die IC-Strecke. Ich weiß gar nicht, wie schnell Alex ist. Nehmen wir mal an, ein gewisses Tempo wird er haben. Na, das sieht doch cool aus. Gleich nochmal hier gucken, was wir noch alles haben. Eieiei. Okay, ich würde sagen... wir steigen mal aus, weil ich möchte jetzt den Zug mal noch schnell so sehen. Wir müssen sowieso warten. So, hier mit der Tränenfieber-Gedenkansicht. Wenn ich sie erwische. Na? Ach, haben wir schon. Ja, da kann ich noch zehnmal klicken. Gut, das ist sie nämlich schon. Die Tränenfieber-Gedenkansicht. Schon auch sehr cool. Vor allem, weil man eben auch die Kamera natürlich eben hier bewegen kann. Man sieht den Zug so relativ gut. Von allen Seiten. Mal einmal außen rum. Vielleicht kommt ja gar noch mal eine IC oder was entgegen. Ich sehe gerade nichts. Sieht nicht so aus. Aber auch schön, wie sich der Alex hier durch den Schnee durchpflügt. Gefällt mir sehr gut. So, wir machen mal noch mal die normale Perspektive. In die kann man nur zurückkehren, wenn man ja noch mal schnell sozusagen aus dem Zug aussteigt. Die ist nicht integriert als Mod. Macht ja auch keinen Sinn, weil die gibt es ja schon. So, da unten die Lastwagen. Die sind froh. Haben wir hier eine Brücke gebaut, dann haben die freie Fahrt. Zumindest, wenn da von der anderen Strecke her niemand kommt. Da hatten wir gerade nochmal Gleise. Und wir sind bei 110 km/h. Das ist natürlich der andere da vorne. Ja, der bremst uns ein bisschen aus. Da oben wäre jetzt nochmal ein TGV gewesen. Aber eigentlich haben wir, würde ich behaupten, genug Signale gesetzt. Ja, aber jetzt werden wir anhalten müssen. Okay, wären wir vielleicht doch besser mit dem ersten mitgefahren. Dann hätten wir das Tempo noch gesehen. Aber jetzt sehen wir wenigstens, wie sie sich schön verteilen hier auf der Strecke. Das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Ja, und sonst so? Wir steigen mal nochmal kurz aus.
Und betrachten den immer nochmal. Gefällt mir extrem gut. Der hat mir schon immer gut gefallen hier, der Kollege Alex. Weiß gar nicht warum. Finde die Farbgebung cool. Ich kenne den nicht aus der Realität, weil ich nicht aus der Gegend komme. Wo fährt der denn? Ich wusste mal, wo der fährt. Kann das sein, dass der eher in Norddeutschland unterwegs ist? Ich möchte jetzt nichts behaupten, was nicht stimmt. Ich sage nochmal, ich weiß es nicht. War eine reine Vermutung. Gut. Wir können gleich. Ist denn der so langsam hier? 57? Was hast du denn für ein Problemchen? Ist die Diesellok so langsam? Oh, aber cooler Sound. Ja, die kommt nicht richtig in die Gänge. Ist ein bisschen unglücklich sortiert, das Ganze. Die schnelle E-Lok ist hier hinten. Und die langsame... Diesellok, die ist dann davor. Und die bremst uns dann natürlich die ganze Zeit, weil sie nicht über ihre 60 oder 80 hinauskommt. Während wir hier schon wieder 100 haben. Ja, da stört der eine Zug schon ein bisschen den anderen. Oh, da kommt schon... Der kommt schon zurück. Ja, der hatte freie Fahrt. Der erste Doppelstock. Mir war gar nicht bewusst, dass ich da unterschiedliche Lokomotiven verwendet habe. Wisst ihr was? Jetzt machen wir Folgendes, damit wir noch ein bisschen freie Fahrt haben. Moment. Ich pausiere den. Stelle hier auf ein bisschen schnell. Da muss natürlich da hinten der andere warten. Das ist egal. Aber so kriegen wir ein bisschen Platz zwischen uns. So, jetzt ist er nämlich auch schnell hier, der Kollege. 70, ja, der ist wesentlich langsamer. Lassen wir aber trotzdem so laufen. Das macht nichts. Dann haben wir wenigstens alle Lokomotiven, die hier verfügbar sind, von dem Zug wirklich dabei. Wie schnell bist du jetzt, wenn du fahren kannst? Macht diese Diesellok irgendwie bloß 80 oder ist das die Strecke? Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Strecke, die den Zug gerade ausbremst. 60. Ist schon ein bisschen gar langsam, gebe ich zu. Also die Wagen können ja nicht bremsen. Ja, wobei könnten sie auch, weil wir haben hier andere Wagen. Aber das wäre komisch, wenn die Wagen nur 60 machen. Ist wohl offensichtlich tatsächlich die Diesellokomotive. Gut, jetzt ist er genug weit weg. Wir düsen wieder zurück und lassen dich wieder fahren. Halt! Halt, Pause, weil wenn, dann lassen wir dich mit normalem Tempo fahren. Das ist ja grausam, wenn man so schnell unterwegs ist. So, schaut mal, wie schön der ist in seinem natürlichen Tempo. Okay, wir steigen ein. Und düsen da vorne ein bisschen durchs Städtchen durch. Ich bin versucht, nochmal kurz mit den Kameraperspektiven zu spielen. Aber ich möchte jetzt auch mal ein Momentchen einfach fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gucken, wie es so aussieht. Weil eigentlich ist das eben doch immer noch die beste Position. Es gibt aber noch eine andere wirklich coole Position, wo man wirklich, wie ich es eigentlich mal erklärt habe, dass man im Führerhaus drin sitzt und das ganze Interieur sieht. Da habe ich aber noch nicht rausgefunden, was man dafür machen muss. Ich glaube, da muss man tatsächlich an der Config dann was ändern und das lasse ich mal schön bleiben, sonst läuft ja gar nichts mehr. Ich bin da nicht so talentiert. Aber falls es die Mod, falls es diese Perspektive mal noch als Mod gibt, dann werde ich die sofort installieren. Das ist ganz klar, weil das sieht schon sehr cool aus, wenn man hier im Führerstandshäuschen drin sitzt eben. Nicht irgendwie sofort im Zug hängt, sondern da drin sitzt. Sieht schon sehr cool aus. Ich werde jetzt tatsächlich da nochmal kurz ein bisschen spielen. Wenn wir schon können, machen wir das natürlich auch. Oh, das war gerade. Moment, nochmal zurück. Ja, die sieht aber besser aus. Die, welche ich meine. Oder kommt das auf den Zug drauf an? Das kann natürlich sein. Dann wäre die tatsächlich hier schon integriert. Diese Kamera, das sieht auch schön aus. So, wenn man von dem Zug her düst. Oh, da unten der Güterzug. Ja, es ist halt wirklich irgendwie der Traum von... einem Modelleisenbahner von mir, von früher, dass man wirklich irgendwie so die Perspektive hat. Das habe ich auch schon mal, ich glaube, bei Trainführer schon mal gesagt. Als junger Mann, als wir die Modelleisenbahn hatten, ich hatte immer meinen Kopf irgendwie so auf den Wagen drauf und habe so versucht, mit dem Tempo mitzugehen, das der Zug hat, ohne dass ich mit der Backe auf den Zug komme, weil der sonst entgleist. Und das hatte genauso ein bisschen diesen Effekt von der Optik her. Ja, und dass man das jetzt halt irgendwie einfach im PC drin hat, in der Grafik, Hammer. So, noch mal gucken. Ja, wir bleiben mal in der Perspektive, wenn wir hier an dem vorbeifahren. Wow. Sieht primär wirklich wegen dem entgegenkommenden Zug einfach klasse aus. Sehr, sehr nett. So, noch mal kurz hier rausgucken. Und da sehen wir das ganze Städtchen vor uns. Und die Dampflok sehen wir auch nochmal. Wir schlängeln noch ein bisschen. Und dann sind wir hier tatsächlich angekommen.
So, wir bleiben sitzen. Bis wir stehen. Oh, sehr viele Leute hier, aber ich glaube, die sind für die andere Linie, würde ich mal behaupten. So, wir stehen. Mal gucken. Ach, der ein oder andere steigt doch ein. Das wird hier wahrscheinlich dann doch noch Verkehr geben. Da bin ich fast sicher, weil mit Sicherheit wollen die Leute nach Berlin. Alles andere wäre komisch. Das ist ja wirklich eine relativ große Stadt hier bei uns. Also nicht nur hier bei uns, das ist auch in der Realität eine relativ große Stadt, das ist klar. Aber auch bei uns hier. Und deswegen, ja, da bauen sie eh schon wieder. Werden hier definitiv früher oder später viele Leute mitfahren. Ja, nochmal schönes Bild mit den kreuzenden Kollegen. Und wir gehen jetzt schnell zurück nochmal nach Berlin. Wir werden in der nächsten Folge mal eine andere Stadt wieder mitnehmen. Aber jetzt gehen wir nochmal schnell nach Berlin, weil ich möchte hier das machen, was ich eigentlich angekündigt habe. So auf die Schnelle im Prinzip, dass wir hier ein paar Züge raufstellen. Damit sieht das ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir aber eine Möglichkeit haben, dass die Züge alle in dieses Gleis da vorne reinkommen. Sonst wird das nicht wirklich klappen, dass wir die Züge rausholen können. Also, wenn wir hier mal schauen. Bei dem Depot ist es klar. Du müsstest hier rein. Klappt das? Nein, klappt nicht. Komme ich hier tatsächlich nicht vorbei? Doch, komme ich. Okay, da rein. Sehr gut. Du gehst hier raus. Möglichst irgendwie gerade, wenn das irgendwie funktioniert. Jawohl. Und dann hier so hier rein oder hier ran. Moment, machen wir anders. So, das klappt. Dann müssen wir das noch zusammenhängen da vorne. Du gehst da rein. Und du gehst da rein. Und hier gibt es noch eine Weiche. So, perfekt. Und schon funktioniert das Ganze nämlich. Jetzt müsste man hier aber noch Signale haben. Haben wir nicht sogar... Wir hatten doch eigentlich Zwergsignale. Oder habe ich die nicht mehr installiert? Sieht nicht so aus, als hätten wir die noch. Was bist du? Ein Fahrtsignal? Okay. Irgendwie was... Was ist das? ZP9 Fahrtanzeiger. Kann ich dich... Oh, wisst ihr was? Es ist mir zu gefährlich. Wir machen eine kurze Speicherung. Sicher ist sicher. Und dann werden wir mal gucken. Einbahnverkehr. Nee, eigentlich nicht. Aber dich möchte ich jetzt tatsächlich mal kurz verwenden, sobald ich das kann. Ja, geht auch ohne abzustürzen. Wunderbar. Setzen wir dich mal hier hin. Und dann haben wir hier irgendwie wenigstens ein bisschen was, was anders aussieht. Gleich mal gucken, wie das aussieht. Wo haben wir es? Hier unten. Aha, nett. Sieht auch nach Eisenbahn aus. Cool. Gut, fangen wir doch mit dem Depot hier an. Wir können nichts allzu Langes nehmen, das ist ganz klar. Wir nehmen Lokomotiven. Gespeichert habe ich ja, falls das hier irgendwie ein Unglück gibt. Gerne irgendwie was Dieseliges. Warum nicht gleich mal sowas in der Richtung oder so ein Teil? AM44. Muss einfach sicher eine Dienens haben. Ne. Textur, da kommt er auch schon daher. Wir haben ja eigentlich auch noch frei platzierbare Lokomotiven. Jetzt muss ich dich anhalten, sobald er irgendwie hier stehst. Ja, ein Signal hätten wir zwar, aber ich möchte auf sicher gehen. Wir stellen mal ein bisschen schneller, damit er rauskommt. Ah, ja, ja, da ist dann Kollege ICE bzw. TGW auch gerade sehr schnell. Ja, das passt eigentlich. Okay, du kommst zack, hier hin und hältst hier. Und verweilst. Und jetzt muss ich mal schnell gucken, wo waren denn... Irgendwo haben wir frei platzierbare Lokomotiven. Waren die hier? Jawohl, sehr gut. Nehmen wir mal, sind dann eher Amerikaner. Das ist aber nicht so schlimm. Ich denke, auch Amerikaner kann man hier verwenden. Machen wir gleich mal irgendwie zwei, drei Stück. Die hängen zusammen. Die sind in Doppeltraktion unterwegs. So, schade, dass das nur mit Amerikanern geht. Ich glaube, ja, hier haben wir noch so eine Lok. Oh, aber Wagen haben wir auch. Machen wir das doch so, geht halt am schnellsten. Dann brauchen wir auch kein Depot in dem Sinn. Also, beziehungsweise, dass wir hier was machen mit den Depots. Weil, wenn man dran vorbeifährt, man sieht ja eh bloß, dass hier Züge stehen. Was ist das hier? Ein China-Vehikel. Da möchte ich auch nicht draufklicken, das ist mir zu klein. Das riecht ja förmlich nach... Absturz und sonst haben wir hier halt in dem Sinne nichts mehr. Dann machen wir hier mal noch ein paar Kesselwagen hin. Kann ich die? Ach, die kann ich doch. Ne, Rail steht dann. Ich dachte, die könnte man vielleicht noch irgendwie umfärben. Ah, okay, das machen wir so. Und jetzt kommt aber hier nochmal eine normale Lokomotive, wenn man so will.
Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Gäbe sehr viele Möglichkeiten, ganz klar. Was wir sicher nicht nehmen, ist jetzt ein Amerikaner, weil wir haben jetzt hier so viele Amerikaner, dass wir jetzt hier irgendwas anderes haben wollen. Vielleicht irgendwie sowas. Rangierendes. In Doppeltraktion. Machen wir mal. So, hier rauf. Und dann würde ich sagen, wir spendieren denen sogar mal noch ein, zwei Wagen. Wir haben welche Wagen, die mit Sicherheit beladen sind. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Linie zuweisen. Das wäre die hier. Und dann kommt der nämlich auch raus. Und dann werden wir den irgendwo hier bremsen. Ja, ist doch nett. Das ist relativ schnell gemacht. Und dafür sieht es dann auch schon wieder relativ cool aus. Weil sonst haben wir ja einfach ein Depot mit Gleisen, das in dem Sinn nicht benutzt wird. Das wäre ja auch irgendwie schade. Uiuiui. Ja, der hat schon Tempo, der Kollege. Und der hat halt einfach einen genialen Sound. Der ICE. Sagenhaft. So. Mach hinne, Kollege. Ich habe Hunger. Ich muss jetzt was essen. Oh, aber sieht cool aus. Und da kommt der TGV. Rums. Und da hinten sieht man noch den Freefall Tower. Oh, was machst du denn? Nein, das war gar nicht die Idee. Das ist aber klar, dass er das machen muss, wenn er hier vorne keine Weiche hat. Wir drehen dich nochmal schnell. So, das müssen wir anders lösen. Und zwar folgendermaßen. Die Weiche, die wird gekappt. So, und hier weiter vorne hingestellt. Aber frech, wie er da einfach durch die Wagen durchfährt. Da kennt er gar nichts. So, gerne mal noch ein schnelles Gleis. Jetzt brauche ich dich hier nochmal. Linie zuweisen, das wäre wieder die hier. Dann machen wir hier Tempo. So, damit es schneller geht. Und jetzt möchte er wahrscheinlich hier rüber. Das möchte ich aber eigentlich auch verhindern. Moment. Ja, wir machen es ganz einfach. Warum mache ich die Weiche denn so früh? Lass uns die Weiche doch einfach entsprechend spät machen. Dann fährt er da nämlich auch erst später rüber. So, zum Beispiel hier. So, jetzt haben wir genug Platz. Jetzt kann er raus. Und wir können nochmal gucken. Oh, da bin ich gerade kurz im Weg gewesen. Gerade vor allem. Und der TGW kommt auch gerade noch. Ja, schön. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt müssen wir dich aber noch anhalten. Und du bleibst hier natürlich einfach stehen. Und schon haben wir unseren kleinen, ja, soll man dem sagen, ja, halt einfach einen Depotbereich hier vor dem Berliner Bahnhof. Wenn wir nochmal einen Zug brauchen, der auf diese Linie geht, ganz klar, hier das Gleis haben wir freigelassen. Da kann man also jederzeit noch raus. Gut, liebe Freunde, das war's für heute. Wir haben Alex, wir haben hier einen kleinen, ja, Depotbetrieb. Ich würde sagen, wir suchen unseren Zug. Da haben wir einen. Und dann sagen wir mit dem Tschüss, so wie wir es immer machen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.